zuordnen, das ist ein Pullspiel. Es ist auch ganz einfach. Ihr müsst immer einem Element die jeweilige Antwort zuordnen, also richtige Pärchen bilden. Ordnet man ein falsches Pärchen zu, bekommt der Gegner einen Punkt. Wird alles richtig gelöst, bekommt keiner einen Punkt. Eine Antwort hat dann nichts zu suchen, die haben wir als Irreführung mit reingepackt. Wer als erster 4 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Geht das auf Schnelligkeit oder hin und her? Es geht hin und her. Ich habe meine Münze in dem ganzen Theater verloren. Nee, gar nicht wahr. Wir also gucken. Irgendwas mit Buzzer jetzt? Oder? Nein, ohne Buzzer. Wir machen gleich ein Beispiel, dann wirst du es sehen. Ja, gerne. Luke würde anfangen. Also, hier kommt jetzt das Beispiel. Ordnet dem Spiel die Punktzahl zu. Es geht also immer hin und her. Luke würde jetzt anfangen. Muss und ich das jetzt tippen sagen, oder muss ich nur sagen? Nur sagen. Wilhelm Tell 2. Wilhelm Tell war wohl Spiel 2 oder Punkte 2. Ach so. Das ist richtig. Es muss nicht die Reihenfolge sein, die da irgendwie steht. Ich bin jetzt dran, oder was? Ja. Also Schrauben 1. Schrauben 1. Das ist richtig. Fehlerbilder 3. Fehlerbilder 3. Richtig. Fußballpenalty 4. Fußballpenalty die 4. Kugelstoßen. Stimmt? Das war falsch. Das wäre Kugelstoßen gewesen. Richtig. Stimmt. Aber es war ja nur ein Beispiel. Aber jetzt habt ihr es verstanden. Ja. So geht es. Und immer Ping-Pong. Immer Ping-Pong. Bis einer falsch macht, oder? Bis einer falsch macht oder halt alles aufgelöst wurde und dann wird gewechselt. Dann darf der andere anfangen. Ja. So. Also macht einer von uns falsch, hat der andere den Punkt. Genau. Und wenn es einfach bis zum Ende geht, dann ist ein neuer Punkt, Durchlauf. Kommt die nächste Frage. Okay. Haben wir Zeit bei den Antworten? Am Anfang ja, wenn mir das irgendwann zu lange dauert, dann gibt es eine Minute. Aber auch die kann sehr lang sein. Also eine Minute pro Antwort? Ja. Ich habe eine Minute pro Antwort, geil. Tschüss. Bin mal gespannt, ob du mit der Minute klarkommst. Also, zuordnen beginnt jetzt. Ich fange an. Luke fängt an. Ordnet dem Bestseller den Autor zu. Joanne K. Rowling, Harry Potter. Feuchtgebiete, Charlotte. Warte, wir gucken, ob das richtig ist. Jawohl. Feuchtgebiete, Charlotte Roach, so ein perverses Buch. Aha. Ich hab's nicht gelesen. Nee, natürlich nicht. Feuchtgebiete, Charlotte Roach ist richtig. Dan Brown, Illuminati. Dan Brown, Illuminati. Richtig. Der Schwarm, Frank Schätzing. Frank Schätzing, Schwarm. Richtig. Stieg Larsson, Verblendung. Stieg Larsson. Richtig. Sind jetzt 3 links und 4 rechts, oder was? Ja, weil einer gehört da nicht wirklich mit rein. Den haben wir zur Irreführung mit reingepackt. Aber alle rechts. Ja, 3 sind noch richtig. 3 sind eine, auch, ja. Einer gehört da nicht wirklich mit rein oder eine. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Shades of Grey von so einer notgeilen Frau geschrieben wurde. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, Stephenie Meyer. Stephenie Meyer, Shades of Grey. Das ist falsch. Oh. E.L. James wäre es gewesen. Cornelia Funke hat noch Tintenherz. So, Punkt für Lou. Wie viele Punkte spielen wir? Muss ich selber hier mal gucken. Ich meine 7. Nee, 7 ist Spaghetti.
Ich will die Putten in die Tür ordnen. Vier. So, hier die nächste Zuordnung. Attila fängt jetzt an. Ordnet der Bundesbehörde den Hauptsitz zu. Kraftfahrtbundesamt, also da bin ich irgendwie so ein bisschen notiert mit so einem Punktesystem. Flensburg. Gucken wir mal. Kraftfahrtbundesamt Flensburg. Richtig. Bundesagentur für Arbeit ist in Bonn. Bundesagentur für Arbeit. Bonn. Das ist falsch. Ja. Nürnberg wäre es gewesen. In Bonn ist das Bundeskartellamt. Kommst du her? 1:1. Hier die nächste Zuordnung. Bildet bitte Pärchen. Hier der Oberbegriff, das Oberthema. Ordnet der US-Stadt den NBA-Verein zu? Miami. Warte. Luke fängt an. Ah, okay. Miami Heat. Das ist richtig. Chicago Bulls. Richtig. Die Dallas Mavericks ist richtig. Da hört es auch bei mir auf. Einen hätte ich vielleicht noch, aber dann. Wäre ich da auch raus? So. Ich ahne noch Boston. Ist Boston Kings. Boston Kings. Und das ist falsch. Celtics. Es wären die Celtics gewesen. Das wäre auch der einzige, den ich noch gewusst hätte. Punkt für Luke 2:1. Hier die nächste Zuordnung. Das nächste Oberthema. Ordnet der Größe die Maßeinheit zu. Sehr gut, ich habe Physik studiert. Attila. Ja, Attila beginnt. Länge Meter. Richtig. Winkelgrad. Richtig. Kraft ist Isaac Newton. Kraft Newton. Richtig. Licht ist Watt. Licht ist Watt. Aua. Das ist falsch. Der Punkt geht an Attila. Candela ist die Lichtstärke. Watt wäre die Leistung gewesen. So, 2:2.
Bleibt weiter spannend. Hier die nächste Zuordnung, das nächste Thema. Ordnet der TV-Serie den Handlungsort zu? Oh Gott. Luke fängt an. Alles noch nie gesehen. Das glaube ich nicht. Nee, wirklich. Gott. Dann versuch zu raten. Gute Zeiten, schlechte Zeiten spielt in Köln. Oh, gute Zeiten, schlechte Zeiten Berlin. Köln. Das ist falsch. Berlin wäre es gewesen. In Köln ist unter uns. 3-2 für Attila. Entscheidender Punkt, ja. Entscheidender Punkt, wenn du das jetzt richtig zuordnest oder Luke einen Fehler macht. Also wenn Luke einen Fehler macht. Danke, danke. Danke. Du darfst auch anfangen. Hier ist die Zuordnung, hier ist der Oberbegriff. Ordnet der griechischen Gottheit die römische Entsprechung zu. Attila darf anfangen. Poseidon, Neptun. Poseidon, Neptun? Das ist richtig. 2 Jupiter. 2 Jupiter. Richtig. Na? Also, der Gott des Krieges, Hermes. Ne, Moment. Dionysus Bacchus. Dionysus Bacchus. Und das ist richtig. Aphrodite, Venus. Aphrodite, Venus. Richtig. Eros, Amor. Eros, Amor. Richtig. Hermes Pluto. Hermes Pluto. Falsch. Merkur ist der Götterbote bei den Römern. Der Gott des Krieges. Damit 4. Punkt an Attila. Und auch dieses Spiel geht jetzt an Attila Hildmann. Huiuiui, 13 sehr, sehr wichtige Punkte. Das bedeutet nämlich, jetzt haben wir folgenden Stand. Attila führt mit 55-36.